Hallo und herzlich willkommen zum Challenge-Projekt auf dem Zweisternhof. Ich muss gerade überlegen, ob ich richtig rede. Mit dem Mikado Place XD. Guten Tag. Und dem Tiger Farm, Tiger Farm als LU. Hallo. So, ich muss eine Besorgung machen. Ihr MB-Trank sollte übrigens mal aufgetankt werden, der hat nur noch 10 Liter. Ich habe gar keinen MB-Trank. Ich meine den Herrn Mikado. Was? Wie viel hat er? 10 Liter. Da vorne ist direkt eine Tankstelle, können Sie direkt tanken. Ja, aber erstmal muss ich nach was anderem gucken. Aber trotzdem vielen Dank, dass ich es gesagt habe. Wieder gerne. Tigerfarm, was dürfen Sie heute für mich erledigen? Okay. Gar nichts. Wäre jetzt auch so meine Vorliebe gewesen. Er hat gesagt, dass er gar nichts bei Ihnen machen muss. Also, Herr Tigerfarm, haben Sie es gehört? Sie dürfen jetzt bei mir arbeiten. Danke, warum denn? Alles gut bei dir, Mikado? Hast du was genommen? Heute habe ich ausnahmsweise keinen Sekt getrunken. Nein. Ah, also. Normalerweise trinke ich immer Bier, aber jetzt brauche ich wohl Schnaps. Herr Tigerfarm, würden Sie mal nicht. Also ich glaube nicht, dass Sie das schon trinken dürfen in Ihrem Alter. Vor allem nicht während der. Ja, das ist ein unruhig. Das ist ein Spiel, ja. Geht nein, nein, das ist das Real Life, kann man da. Ja. Das ist das andere. Ich würde kurz das LU beschlagnahmen. Bis was, gleich. Du willst das LU schlagen? Beschlagnahmen. Oh bis Gott, gleich. Anzeige! So, hab ihn mal gerade entfernt. Ich hätte gerne, dass Sie mit einem. Haben Sie einen Radlader oder sowas? Nein, nur Frontlader. Ei. Haben Sie einen Ladewagen? Ja. Dann hätte ich gerne das in dem Ladewagen. Ja. Mal zu mir hochkommen, bei den Schafen schnell sauber machen. Ich hoffe, die 20 Minuten okay. Reichen noch. Okay. Direkt reinkippen und dann ja. Mit dem Gespann direkt zur BGA fahren. Ah, okay, ja. Oder? Moment, ja. Mal gerade noch mal nach dem Preis. Ja, direkt zur BGA. Okay. Okay. Gut. Und wenn es dann morgen ist, könnten sie gerade die Silage dann verkaufen. Jo, ich schiebe ihn wieder. Jo. Ah, hallo. WB. Okay. Bist du dir sicher, dass du nicht vielleicht Schutz genommen hast? Ich habe ja gesagt, ich brauche Sekt. Nein, du hast gesagt, du brauchst Schnaps. Stimmt. Ich siehst du, vergesse ich schon vor lauter Bier. Barona, sie tun mir schon manchmal echt leid mit diesem Lohn und. Denken Sie, nein. Morgen ist es wieder bei Ihnen. Ah, oh, Mist. Seien Sie bei mir bloß nicht betrunken. Doch. Was haben Sie gesagt? Nicht. Was? Ich hab mich da, glaube ich, gehört, was? Nein, haben Sie sie nicht. Haben Sie nicht, ja, haben Sie nicht. Ja, wollen Sie sagen? Wie viel hat mich das jetzt gekostet? 249 Kosten Kraftstoff. Ich glaube, das ist so die reale Anzeige, oder? Also, ich meine jetzt. Die Umrechnung. Wie viel Liter waren es denn? Ich weiß es nicht, wie viel Liter es waren. Also von 10 Liter auf voll, denke ich. Und wie viel passt da rein? Kann man ja noch gar nicht mähen. Im Wachstum. Och Mann. Doch, hier kann man mähen. Schön. Aber nicht beim Mikado. Ja. Oh, das tut mir aber leid. Nicht. Das tut mir leid. Nein, das tut dir kein bisschen leid. Hat die Zeit gereicht, Herr Tigerfang? Wie weit sind was? Sie denn noch weg? Ich bin jetzt schon fast da. Ja, dann reicht's genau. Perfecto more. Perfecto le more. Le more. Da gut, haben wir's ja. Le more, schön more, bitte. Ja, machen. Ist das so? Ja. Kennt ihr Notre Dame? Ja, sehr schade, aber das ist jetzt... Ach ja, ich hab's vorher noch nie gehört, in meinem ganzen Leben noch nie gehört. Aufnahmetage gestern ist es passiert und in Real Life
Das ist schon letzte Woche passiert. Also die Notre Dame ist ja letzte Woche abgebrannt, leider. Was ist denn daran so wichtig? Ja, die Notre Dame ist 800 Jahre alt. Also die Kirche, die Kathedrale. Vor allem, wieso ist die eigentlich abgebrannt? Ja, also jetzt heute, ein Tag nach der Aktion, hieß es, dass es eventuell Schweißarbeiten oder so, also Reparaturarbeiten waren. Okay. Ja. Einfach schade, weil es eigentlich eine wirklich alte Kirche ist. Ja, ja. Ich habe dann gestern, als es passiert ist, auch mal gegoogelt. Die ist 200 Jahre lang aufgebaut worden. Also. Ja. Alter, das ist schon echt krass. Dann ist es halt schon nochmal böse, böse. Und war halt natürlich auch ein Wahrzeichen von Paris und Frankreich allgemein. Sag mal, konnte man nicht irgendwie auf den Flächen auch Gras mit dem Texturieren anbauen? Ja. Ich weiß nicht mal. Aber wie? Wie lange schlafen sie denn, ne? Oder nein? Bis... Was haben wir? Moment, ich guck mal da drauf. Bis... Warte, hier, bis 6 Uhr sind 9 Stunden. Waren wir nicht eine Minute zu früh? Warum denn? Warum wird es eine Minute sein? Nee, eine Minute zu spät. Okay, passt. Ah, toll. Kann ich gleich nochmal drüber fahren. Wie Mikado mir immer nachmacht mit dem Drescher. Den kann ich doch nicht drüber fahren. Hä, hey, ich mach den gar nicht nach, den habe ich mir zu... Ach, warte mal, nee, warte mal, den hast du... Ich hab mir den zuerst gekauft. Ach, egal. Geben Sie nur Geld aus für unnützes Equipment, Herr Mikado. Machen Sie das ruhig. Das ist gar nicht wahr, denn ich brauche ihn gerade sehr dringend. Ansonsten hätte ich jetzt gerade gar nicht anfangen können zu dreschen, ja? Ja, Sie können, hätten mich ja sonst in der nächsten Folge beauftragen können. Ja, nächste Folge aber erst hier. Das ist ja nicht so schlimm. Doch. Nein. Das ist sehr schlimm. Halt, stopp. Was wird das? Sag mal, wie sieht's eigentlich bei meinem Schäfchen aus? Die brauchen wieder Gras. Oh mein Gott. Schrei nicht so. Was? Schrei nicht so. Was hast du gesagt? Schwerhörig ist er auch noch. Ja, das ist komplett. Was haben Sie gesagt? Ich gar nichts. Haben Sie was über mich gesagt? Dann bitte sagen Sie das ein bisschen lauter. Ich hab nichts gesagt. Was? Ich hab nichts gesagt. Was? Wie bitte? Nichts. Können Sie das bitte nochmal wiederholen? Nichts! Okay, das wäre mir jetzt ein bisschen zu laut. Wie bitte nochmal? Nichts. Wurden Ihre Schafe schon synchronisiert? Synchronisiert mit was? Ja, so generell. Ich wundere mich, dass bei mir noch so viel Nahrung drin ist. Ich will ja nicht dagegen protestieren. Ja, so, was war jetzt nochmal Stroh, war das mit den Pfeilen nach unten, ne? Ja, die Zacken. Ui, okay, das ist perfekt. Wenn das so ist, dann ist das wirklich gut. So, ja, bitte. So, danke, ich glaub, danke. Wir müssen danke. Auch mal den Speedplayer draufnehmen. Warum denn? Ja, das ist, für mich ist das nützlich. Einfach darum. Brauche ich nicht immer mit dem Traktor umherfahren. Ja, minimalen Schrittgeschwindigkeit, wenn man läuft. Ich decke ihr Seele auf, ne? Ja, müssen sie ja. Wurde geöffnet. Ich habe mich schon voll dran gewöhnt, dass wegen. Ja, du warst schon was. Na, geh weg hier. Ich muss mal kurz. Der arme Lohnunternehmer, einfach zu ihm sagen, geh weg hier. Nee, muss los. Ist nicht nett. Muss los, sorry, keine Zeit. Ach so, kommst jetzt langsam in die Jugend. Muss los, Bruder. Bruder muss los. Bitte, bitte, bitte. Und kommst du in die Jugend? Schande. Sie werden so schnell groß. Hab ich dich recht, Tigerfarm? Ich glaube, sie müssen
mal mit irgendwas kommen, dass die Plane weiter aufgedeckt wird. Haben Sie keinen Frontlader? Doch, aber den habe ich nicht dran. Haben Sie noch ein anderes Fahrzeug mit Frontlader? Nö. Das okay, hat haben, gar nicht. Dann haben wir ein Problem. Dann ist. Oh Gott, du musst ja wieder. Moment. Geladen abzuwerden. Oh ja, das ist sehr schön, was hier passiert gerade. Was passiert denn da gerade? Etwas sehr Schönes. Sie geben Varuna die Chance zu gewinnen? Nein, das ist nicht sehr schön. Das wäre total schrecklich, denn, ne. Also der Gedanke allein schon, ne. Nee, danke. Achso, Sie brauchen, eine Schaufel, gell? Ja, wäre am besten. Aber steht bei Ihnen eine im Hof? Ja. Dann würde ich die kurz mitbringen. Jetzt hake ich hier an den Silo. Ja, super. Gut. Also ich habe Notre Dame noch nie gekannt. Ich habe noch nie was davon gehört. Das ist eigentlich eine Bildungslücke. Was sagt man eigentlich die Zeit? Das weiß ich nicht. Oh, das wird knapp. Egal, dann müssen wir es morgen machen. Ich hab jetzt gerade mit dem Ladewagen so ein Riesenloch hier reingefräst. Jetzt komme ich da nicht mehr raus. Wow. Bin auf dem Weg. Müssen wir gleich raushelfen. Oh, ich hoffe mal, dass es mit dem Frontlader geht. Wir hatten ja schon mal Probleme damit. Allerdings konnten wir auf einer anderen Map das ja lösen. Ich häng hier auch nur so minimal fest. Pressefoto noch kurz machen. Ja. Will das Gewicht abkuppeln, aber geht nicht, weil der Ladewagen so weit so nah dran ist. Ja, wo steht denn Ihr Frontlader? Am Hof. Sie haben, glaube ich, L.U. bei mir. Ja, also wegen dem Silo. Ja. In welcher Scheune? Der steht neben der Halle. Hinten beim Farmhaus. Ah ja. So. Kleine Kaffeepause. Und wie immer, Like, Abo und Kommentar nicht vergessen. So schaut's aus. So, ich bin auf dem Weg. Sollte ich noch bin schaffen. Nicht. Ich bin ja mit großer Geschwindigkeit unterwegs. 53? Farbtechnisch ist das ja nicht in Ordnung, aber was soll man machen? Geht nicht anders. So, bin wieder da. Wo warst du? Ich war husten. Gesund. Vor allem, ich hab die ganze Zeit danach geredet, ne? Typisch. Hab mich so gefragt, wieso hört ihr mich denn nicht? Letzte Woche im Livestream auch wieder passiert. Weißt du, mir irgendwie, wo ich in London war, da, keine Ahnung, ich war enttäuscht. Ich hätte echt viel mehr von London erwartet. Das war, keine Ahnung, das war nicht so schön, wie ich eigentlich erwartet hatte. Ich habe noch einen Flachwitz. Der letzte. Oh Gott, was haben Sie denn gemacht? Ein Flachwitz. Mercedes-Benz. Prüfer. Wer war denn Karl Benz? Azubi. In Klammern war laut Lebenslauf auf dem Karl-Benz-Gymnasium in Klammern ein berühmter Erfinder. Prüfer. Und was hat er erfunden? Azubi mit stolz geschwollter Brust. Das Benz. Ihm. Oh Mann. Knapp daneben. Kennt ihr schon den, ich weiß nicht, wo ist Buddha nochmal der Gott? Von wem? Von welchem Land? Ah, das habe ich glaube ich geschafft, oder? Buddha? Warum? Vom Hinduismus. Ja, nee, Quatsch, okay. Von den Chinesen. Chinesen? Warte mal, ich drück dich mal nach unten.
können ein bisschen mehr. Chinesen oder Chinesen? Chinesen. Keine Traktion. Wie wär's mit Anhänger abkuppeln? Das geht nicht. Erkennt ihr schon einen vegetarischen Gott von Chinesen? Nee, ich hänge hier sonst nur noch mehr fest. Da hatte man mal wieder nicht zu. Wir haben hier gerade so eine Rettungsaktion. Ah ja, da kommen mal wieder die Ausreden hier, ne? Nur damit ihr mir nicht zuhört. Ich weiß was hast du denn gesagt? Ey, wie heißt denn der vegetarische Gott von den Chinesen, hä? Woher soll ich denn das wissen? Kannst du vorwärts oder rückwärts? Oder geht gar nichts? Geht. Ach, ich sag gar nichts mehr, Mann. Mann, das ist doch blöd. Oh. Ach, warte. Nein, ich komme noch so. Noch einmal. Nee. Ich muss irgendwie von vorne dich zurückschieben. Ja. Tigerfang. Aber ich komme da nicht ran, das ist das Doofe. Ich habe eine Frage an dich. Es ist, ja. Das deutsche Wort heißt es Neben oder Neber? Leber heißt es. Neben oder Neber? Neben. Ja, boah, ja. Endlich mal einer, der mich verstehen kann. Okay. Das ist ja so schlimm, ne? Auf der Fahrt nach England. Jetzt hänge ich ihn. Jeder hat da immer Neber gesagt, ey. Weiter. Ich hol das Ding. Ja, holt das Ding! Immer noch. Los, gib ihm! Ja, ich kann. Ich. Jetzt, das bist du mal. Ich. Ich war schon so zurück wie. Jetzt. So. Ja. Rückwärts. Oh mein Gott. Ja, mach ich doch schon wieder. Jetzt hängst du da. Das ist doch. Warte. What? WTF? Was war das denn bitte? Wie soll ich das denn retten? Warte. Ja, gar nicht. Warte, ich glaube, wir haben ein ganz kleines Problem. Pressefoto. Ja, okay, solange es Varuna hat, ist es mir eigentlich egal. Du bist übrigens gemutet. Ja, ich habe die Schaltung durchgeschaltet. Ach Gott. Na. Er spürst du gerade mit Warte. Der Fendt macht Bleib Männchen. Bleib so! Komme! Ja, dann hängst du wieder. Ah, ich komm. Komm rum. Jetzt hängt der Frontlader. So. Gut. Aber irgendwie hänge ich noch im Backe an der Wand fest. So, aber wir sind bei der Missgeschick. Warte mal, ich muss erst von der Wand weg. Was ich nicht tue. Was soll denn das? Oh, jetzt. Sie müssten den Ladewagen stehen lassen. Hallo! Alter. Was? Ja, hallo. Was bist du denn? Was denn? Ja, du schiebst mich hier durch die Gegend. Entschuldigung. würden Sie mir den Ladewagen ausborgen? Ja. Nein. Warum nicht? Ich hab doch gesagt ja. Nein. Sag aber ja. Nein. Du bist nicht das LU. Doch, ich. Ich bin das LU! Hey, warum hängt denn der? Das ist völlig. Ich fühle das LU! Sinnlos. Hätten wir jetzt den starken Bauer drauf. Echt so. Warte, wie lange haben wir eigentlich noch? Wir sind eigentlich durch. Das, Achso. Ah, jetzt. Der will da einfach schon wieder überziehen. So, jetzt sind alle Fahrzeuge frei. Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Wie schon am Anfang der Folge gesagt. Bis morgen. Ciao. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.